Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde der guten Haltung. Hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von Miss Survival. Ich begrüße alle recht herzlich. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, lange Zeit war sehr ruhig hier bei mir um Mist. Ja, das Mist-Spiel, das Mist-Mist wieder. Ihr wisst Bescheid, war viel andere Sache am Start. Dafür entschuldige ich mich nochmal, dass es so gekommen ist. Auf jeden Fall. Es wird sich wieder ändern, es wird wieder viel Mist gespielt auf jeden Fall jetzt. Ne? Habe auch wieder richtig Bock drauf. Oh ja, wir legen jetzt mal los. Ich habe jetzt mal geschaut, was wir so haben. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Hunger. Ja, das heißt, wir müssen was essen, Leute. Ganz, ganz dringend müssen wir was futtern auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was heute so. Die Welt erwartet wieder. Ich muss echt erstmal wieder reinkommen hier. In das Spiel auf jeden Fall. Okay, was haben wir da alles schon? Wir haben auch wieder unsere Axt, haben wir noch am Start, so wie das aussieht. Jo. So ein Base haben wir auch noch am Start. Gut. Stamina ist als Freshy. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall was zum Snacken. Wir brauchen was zum Snacken. Das heißt, wir werden mal ganz entspannt da hochlaufen. Und mal gucken, was wir da oben so finden. In dem Motel da oben. Mal wieder auf Wanderschaft gehen hier. Und hoffen, dass wir nicht hops gehen. Einfach mal hoffen, dass hier nicht irgendwo diese Sniper wieder sitzen oder diese Banditen, die so ein bisschen uns blöd wieder von der Seite anmachen. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Schauen wir mal, was sich so ergibt hier heute. Ich habe richtig Bock drauf wieder auf Mist Survival. So, da haben wir ein schönes. Oh, eine Fluppe. Eine Fluppe. Bringt mir nicht wirklich viel. Brauch was zu essen. Ich brauche was zu essen, Ich brauche einen Kofferraum, der aufgeht. Oh, Rifle Ammo. Oh, oh. Jetzt noch was zu essen. Oh. Ey, da ist Yogi Bär. Was macht ein Yogi Bär hier? Auf Yogi Bär habe ich gerade gar keine Lust. Was haben wir denn hier? Oh. Blueberries. Ja. Gib mir, oh ja, zumindest ein bisschen was zu snacken. Hier ist nichts mehr drin, ne? Na, schauen wir mal hier überall in den Autos nach, hier, was hier so geht. Ob wir was finden, wir müssen irgendwas zu essen sein hier. Mensch, ich muss das futtern, aber behalte den Bär im Auge auf jeden Fall. Weil der macht mir doch ein bisschen zu schaffen da drin, schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich hier in dem Laden was zu snacken finde. Ich bezweifle es eher, um ehrlich zu sein. Ich bezweifle es. Aber okay. Was haben wir hier? Oh. Oh. Warte, was zu essen. Oh ja, oh ja. Essen. Oh ja. Gönn dir, mein Freund. Hau rein. Oh ja. Mmh, yappi, yappi. Endlich mal wieder gesnackt hier. Sehr nice. Finde ich sehr, sehr schön. So. Kann man ja irgendwie Tanzappen essen oder sowas? Nee, ne? So, das ist der Dümpel. Ich habe Bock, in die Häuser zu gehen. Vielleicht da hinten in die Häuserreihe, wo wir letztes Mal waren. Das war das letzte Mal, wo wir dann auch gesnackt worden sind. Hm. Vielleicht finden wir auch im Motel noch was. Ich werde nochmal ins Motel hüpfen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir im Motel irgendwas zum Snacken. Wenn Yogi Bär nicht gerade irgendwo rumeiert. Wo ist er denn überhaupt jetzt? Das ist halt die nächste Frage. Wo ist Yogi Bär, ne? Wo ist der Yogi Bär? Ist der jetzt auf dem Gelände rauf hier oder nicht? Hier waren doch Kollegen drin, oder? Hallo? Hallo? Jemand da? Nö. Gut. Sieht ein bisschen. Oh je. Eine Axt habe ich ja schon. Open. Open. Oh je. Yeah. Was haben wir hier? Matches. Oh, Streichhölzer. Streichhölzer sind natürlich sehr gut. Oh ja, wir brauchen Streichhölzer. Streichhölzer für unsere Fackel auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wieder was zu essen.
Noch besser geht's nicht. Ich habe momentan einfach nur dieses Dreckswasser dabei. Oh, Messer. Noch, ah, ich habe ein Messer. Das ist, oh Mann. Ich habe so viel Stuff schon wieder. Ich kann gar nicht so viel tragen. Ah, ich kann keine Batterien stacken, ne? Scheiße. Egal, nehmen wir erstmal das mit, was mitgeht. Oh, kann ich den Hasen mitnehmen? Oh. Hoppi, hoppi. Hallo. Jawohl, mein Freund. Da sind wir an der richtigen Adresse. Jawohl, jawohl. Ich will die Waffe haben. Gib mir die Waffe, Mann. Was haben wir hier? Oh, 9 mm. Jawohl. Die Fluppe brauchen wir nicht. So, dann machen wir jetzt mal eins. Passt mal auf. Wir haben jetzt die Waffe. So, laden wir mal nach. 2 Schuss. Ja, moin. Das war's mal wieder. Komplett jetzt für heute. Egal. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Munition. Yogi? Yogi ist nicht am Start. Erstmal alles abluten hier, was geht, ey. Oh ja. Was zum Trinken ist auch gut. Oh, die kann ich aber stacken. Die kann ich. Oh, ich Idiot. Oder kann ich die stacken? Ja, doch. Klar geht das, mein Freund. So. Batterien. Batterien. Hoffen, dass ich nicht gleich Yogi-Bär hier ins Gehöft komme. Was ist denn das? Oh, Schmerztabletten. Auch gut. Wenn ich jetzt nicht gerade schmerzfrei wäre, würde ich sagen, ich drücke sie mir rein. Okay, hier in die Tür kann ich nicht mehr reingehen. Kein Problem. Aber hier oben wäre noch was. Ich will gucken, dass ich jetzt echt langsam vorankomme. Nochmal Matches. Ich wäre mit Munition nochmal zufrieden sogar. Eine Säge, okay. Jetzt nochmal irgendwo Munition finden und Papi ist glücklich. Oh, ich werde die Tür, glaube ich, mal offen lassen, dass ich weiß, ich war schon mal drin. Ne? Dann kann ich da das nächste Mal auch nochmal reinhüppen. Okay, Electronic Parts. Oh ja. Oh ja. Was zu essen? Komm, drück mal zu essen rein, auf jeden Fall. So, Thunfisch geht immer. Thunfisch ist lecker. Boah, Thunfisch ist was Geiles. Also so ein fettes Thunfisch. Sandwich, ey. Boah, jawohl. Der Spiegel ist auch geil. Man sieht bloß die Axt. So. Gucken, jetzt gehen wir mal runter hier. Da vorne ist Yogi Bär. Ich habe ihn gesehen gerade noch, den alten Lümmel. Gut, in dem Auto war nichts. Vielleicht sehen wir was drinnen noch. Was wir gebrauchen könnten. Außer Klebeband nichts. So, schauen wir mal hier in den Müllton. Kann man rein? Nee, können wir nicht. Okay. Ist hier hinten noch irgendwas, wo ich. Ey, hier sind auch noch Hotelzimmer. Lol. Lol. Das wusste ich gar nicht. Ja, moin, das war's mal komplett, würde ich sagen. Hä? Was ist denn das? Steine. Hier liegt auf jeden Fall Holz. Boah, ich muss das Ding komplett leer looten hier, glaube ich. Ich wusste echt nicht, dass hier hinten auch noch Zimmer sind. Ja, wie cool ist denn das? Yogi Bär, wo bist du? Hallo? Der streift ja auf jeden Fall auch rum, das steht schon mal fest. Open, okay, ein Brecheisen. Ja, nix, nix. Wow, ist ja richtig Action hier. Hier steppt ja richtig der Bär in den Zimmern. So. Ja, solange jetzt keine Zombies mehr entgegenkommen, ist mir eigentlich alles relativ egal. Aber die kann ich stacken noch. Die kann ich, glaube ich, bis 10 stacken. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Na, da, da, da. Gehen wir mal raus hier. Hier ist noch ein Zimmer. Kann ich reingehen? Da kann ich auch nicht reingehen. Da kann ich auch nicht reingehen. Aber hier. Au. Oh. Das sieht alles ein bisschen kaputt aus. Ah, hier war ich doch gerade drin, oder? Ja, moin, das war's mal komplett. Kuckuck. So.
Hier, das geht nicht auf, alles klar. Ich würde ja gerne die Waffe benutzen jetzt, nicht sofort. Instant die Waffe benutzen. Um die Typen hinten zu erledigen, aber schaffe ich nicht. Das schaffe ich definitiv nicht, Leute. Da werde ich dann bei dem Versuch hops gehen, weil mit zwei Schuss komme ich echt nicht weit. Das werde ich nicht hinkriegen. Also vorne ist noch mal so ein Lager. Vielleicht kann ich ja hier aus dem Auto was. Ich brauche heute noch Reifen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Okay, ein Ast, okay. Okay, hier ist nichts mehr drin im Auto. Hier könnte ich mich reinhocken, falls es mal irgendwann echt knapp wird. Schade, dass man den Dinger nicht fahren kann hier. Das finde ich echt ein bisschen schade. So. Ey, meint ihr, ich komme jetzt gerade auf diesen Vogelnamen, der gerade hier. Ach, Kuchen. Ja, nee, ist okay. Alles klar, das war's. Ja, ist okay. Ja. Ich will nicht drüber reden. So, ja. Gucken wir mal weiter da vorne. Ist noch was. Da, die Häuserei habe ich gemeint, nämlich, dass wir da mal hingucken. Uns da mal ein bisschen schlau machen und mal gucken. Ja, was war hier? Eine empty bottle. Noch eine empty bottle. Und hier weiß ich, hier waren auf jeden Fall unangenehme Besucher. Das weiß ich auch, da bin ich sogar hops gegangen. Mehrmals sogar. Und ich weiß nicht, warum die immer wieder dran spawnen, die Viecher. Ich habe zwar Munition jetzt, aber nur zwei Schuss. Finde ich jetzt nicht so cool. Lass mir ruh, geh weg. Was haben wir denn hier? Nochmal ein Dümpel. Ach, das Haus am See. Stimmt, hier war das Haus am See. Oh, da ist noch ein Haus am See. Oh, mit Anlegehorfen. Schau mal einer an, du. Was ist hier los? Oh, das sieht interessant aus hier. Aber auch tödlich, meine Freunde. Aber auch tödlich. Das gefällt mir wieder. Hallo? Jemand da? Hallo? Juhu. Keiner da. Hallo? Juhu. Ich bin's. Tim. Hallo? Holz. Oh, ein schönes Sofa. Ein schönes Bett. Oh, hier ist auch nicht schlecht, ne? Okay. Okay. Aber hier ist nicht wirklich was zum Snacken gerade, außer Holz ohne Ende. Das sieht aus wie Kohle oder sowas, ne? Kann das sein, dass das Kohle ist, Freunde? Oh, ich hab schon Durst, das gibt's doch gar nicht, Alter. Wie viel säuft denn der Typ, ey? Wie viel säuft der? Was ist das jetzt? Das ist Kohle, oder? Crafting-Material. Okay. Müssen wir mal schauen. Ich weiß noch gar nicht, wie das jetzt abläuft hier, du. Holz ohne Ende, ey. Ah, geil wäre ja. Oh, was ist denn da vorne? Das Haus einfach zu snacken, ne? Ich würde ja gerne baden gehen, aber ich habe ein bisschen Angst. So, wir laufen dann mal wieder rum. Ah, sieht schon geil aus hier oben. Aber schade, dass mir. Nee, warum? Lass doch da rumlaufen, Keule. Lass mal hier rumlaufen. Auf Erkundung gehen wir mit unserer Axt. Ich und meine Axt. Yogi Bär am Start. Natürlich hoffe ich, dass jetzt keine KIs kommen irgendwo da vorne. Ich weiß nicht, was da vorne auf uns wartet. Da war ich noch nie. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Schau, was ist denn das da? Ist
Wasserturm. Okay, ich dachte echt gerade, da vorne schwirrt was in der Luft, ne? Boah, Hilfe! Das ist eine schöne Häuserreihe hier, Alter. Geil! Leute! Oh, da können wir flüchten, wenn die nicht hochkrabbeln würden. Ich habe Angst, dass da drin irgendwas auf uns wartet, was ich nicht wissen will. Hallo? Oh, schönes Haus. Hallo? Oh, oha. Ja, hallöchen. Ja, na hallo. Was ist denn hier schönes? Ne Rutsche am Start. Ich werd verrückt. Ha! Oh, schau mal. Juhu! Können wir benutzen? Oh, nicht schade. Oh, ein Wassertank. Der ist leer. Schade. Oh, wir können das Haus benutzen. Ja, wie geil. Okay, das Geräusch hat mich sehr, sehr verwirrt gerade. Ah, hier könnte ich mein Auto reinstellen. Okay, sehr cool. Boah, Leute, wir haben unsere neue Unterkunft gefunden. Alter, das Tor ist so creepy hier, ey. Alter, das macht Geräusche. Das hörst du 10 Kilometer noch. Boah, hier ist ein Auto, Leute. Hier ist ein Auto. Dann bringen wir alles rein. Hier können wir alles reinmachen. Alles. Oh, wir werden umziehen. Wir ziehen definitiv um. Wir sind am Start. Unser Hood ist back. Ja, moin. Schön. Oha. Ja, moin. Ja, moin. Jawoll. Jawoll. Alles, was wir brauchen, ist hier zu essen, zu trinken. Nägel. Jawoll. Herrlich. Hier kriegen wir... War da gerade Munition? Alles klar. Dann haben wir auch am Start. Boah. Aber das Haus ist... Meins. Mehrstöckig sogar. Hallo? Keiner da? Gut. Ein Spiegel auch. Jo. Und wir sehen uns nicht. Wir sind ein Vampir. So. Jemand hier drinne? Nö. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ein schönes großes Haus. Für uns ganz alleine. Oh, Munition. Perfekt, perfekt, perfekt. So lobe ich mir das, Leute. So lobe ich mir das. Das können wir alles mal so ein bisschen reinmachen hier so. Ne, auf 3 war das, genau. Jetzt nochmal nachladen. 5 Schuss. Ha! So ist das doch mal was ganz Neues. Gefällt mir. So, wir werden mal gucken, dass wir das ganze Zeug jetzt hier irgendwie unterkriegen. Oh, geil. Das ist schön. So, wir werden jetzt mal gucken. Ne, hier nicht. War hier irgendwo auch noch ein anderes Ding? Ein größerer Schrank? Hä? Du? Auf den Lumpen hier, du. So. Dann werden wir mal umziehen. Oha. Das ist unser Haus. Sehr nice. Das gefällt mir auf jeden Fall. Manage Room by Click Green Space. Also das ist cool. Check marked person whose permission to enter the shelter. Okay. Das ist aber wieder cool. Jupp. Make this. Machen wir. Make this to active house. Oder base. Eins von beiden auf jeden Fall. Definitiv. Das machen wir mal. Dann können wir hier schön uns breit machen, Leute. Herrlich. Und hier können wir Sachen reinlagern. Das ist noch besser. Das ist richtig gut. So, hier oben werden wir mal ein bisschen Essen reinmachen. So, was wir so brauchen an Lebensmitteln. Haben wir zwar nicht viel, aber egal. So, aber hier haben wir noch ein bisschen Salz. Wir snacken erstmal alles raus und gucken mal. Gut, hier sind Nägel gewesen. Der Ofen geht scheinbar nicht mehr. So, zack, zack. Alles mal rausnehmen hier an Essen erstmal. Und packen das da oben rein. So. Hier oben machen wir unsere
Fressbude und Saufbude denn da oben. Alles an Essen und Trinken kommt erstmal hier rein. Es war jetzt nicht wirklich viel. Aber wir finden ja noch eine Menge. Da haben wir schon wieder was. Schon wieder Salz. Jawohl, und wir können sogar saufen. Wir haben sogar... einen schönen Wein. Jappi, jappi. Da freut sich Papi. Das können wir nicht, das ist wieder blöd, dass wir das nicht stacken können. Aber Salz können wir stacken. Aha. Ja, du, den Wein möchte ich gerne mitnehmen. Der kommt auch da oben rein. So. Dann machen wir hier Nägel und Holz und so rein. Oh, warte mal, ich habe noch meinen Zucker da, ne? Oder? Ja, Zucker. Das können wir stacken, okay. Das ist auch nice. So, dann machen wir oben Holz, Nägel und Holznägel und hier die Bandagen auf jeden Fall rein. Mit den Stones noch ein bisschen. So, die Nägel nehmen wir mit. Salz nehmen wir auch wieder mit. Jetzt müssen wir viel sortieren hier, Leute. Das würde jetzt echt ein lustiges Spiel werden. So, das kommt dahin, das kommt da, das können wir zum Glück stacken auf jeden Fall auch. Dann machen wir hier das da rein mal. Ist alles leer jetzt hier? Ja, soweit es geht, alles leer auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal Rifle-Munition. Ey, hallo. Nimm das doch mit, du Idi. So. Den Hammer, gut, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber den nehmen wir trotzdem mal mit. Aber warte mal, die Munition können wir hier eigentlich... Oh, Revolver und Rifle, das ist sehr nice. Hier rein und Schrotflintenmunition. Sehr, sehr geil. Und unsere Matches packen wir hier auch rein. Die können wir stacken, perfekt. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Hier können wir richtig schön bauen, Leute. Hier können wir richtig geil bauen. Das ist richtig nice. Das gefällt mir. So, und dann können wir uns auf jeden Fall die Sachen von ganz hinten hierher holen. Es wird noch lustig werden. Das werde ich aber offscreen machen. Dass ich die Sachen hierher hole. Und dann geht das auch klar. So, hier können wir das auf jeden Fall heile machen. Reparieren wieder. Ein paar Häuschen. Ich muss mal gucken, dass wir auch Licht hier reinkriegen. Denn definitiv ein bisschen Licht. Schadet, glaube ich, nichts. Dass wir nicht so ganz im Dunkeln dastehen abends denn. Ah ja, hier haben wir noch ein bisschen Matches auf jeden Fall. Batches meine ich. Nochmal, das ist perfekt. Das nehmen wir auch noch mit. Na, falsche. Oh, Munition. Also langsam geht's los mit Munition. Das gefällt mir. Noch was hier zum Snacken? Nope. Alles klar. Dann Tür schließen. Hier war, glaube ich, nichts mehr drin, ne? War hier was drin? Nee. Da war nichts drin. War hier was drin? Nope. Hier hinter? Nee. Gut, und dann, meine Freunde, war ich hier drin gerade? Ja. So viel zum Thema Alzheimer. Dann gehe ich mal runter hier. Sehr cool. Ja, meine Freunde, wir haben es auch geschafft. Wir sind zurück in Mist und haben heute dezent erstmal eine neue, geile Base gefunden. Freut mich mega. Ich bin mega hyped jetzt schon drauf, was uns alles da hinten noch erwartet. Oh, wir müssen ja den ganzen Stuff von da hinten, wo wir waren vorher, hierher kriegen. Das wird lustig werden. Welcome. Und ja, lasst euch überraschen in der nächsten Folge bei Mist Survival. Ich bin voll raus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao mit V, euer Woogie.